und herzlich willkommen zurück. Eben volle Pfeile herstellen. So, in 120 Metern ist jetzt hier vor uns, ist jetzt hier schon dieses Jagdgebiet. Wonach da oben? Finde die. Hasa. Wenn ich sie nicht erschrecke, kann ich sie überbrücken. Dann habe ich bestimmt eine. Also, ich habe sowas noch nicht gemacht, aber ich gehe davon. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Aus. Wie? Blau. Dass ich eine bestimmte Zeit habe, um besonders viele zu erledigen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Lagerfeuer entdeckt. Okay, hier kann ich. Okay, und warte. So, und wenn ich mich. Lass dich. C war's. Okay, und. C ist. Okay, alles klar. Okay, scheint. Okay, das scheint er sein, hier ist auch nochmal ein Händler. Kleine Hüter. Rede mit dem Hüter. Ich sprach mit Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Kren, nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das Heilige Land zu verlassen? Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist, ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Über die Prüfung, Jägerloge. Über die Prüfungen. Erzähl mir von den Prüfungen. Die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können und Abzeichen, je nachdem, wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Alles klar, Jägerloge? Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten, geführt von den Kaja in Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Alles klar. Prüfung starten. Wähle eine Prüfung und ich erkläre sie dir. Okay. Nur Teile, Holz, Stapel, Springen, Streiten. Nur Teile. Teste Prüfung. Dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Alles klar. Hört sich. Wir müssen Graser. Hab viel Spaß. Die Zeit läuft, wenn du eins der Seile runterrutscht. Okay. Okay, wir müssen jetzt einmal gucken, wo. Okay, da sind Graser. Ah!
Stufen zu hin. Da. Und okay, ich habe Silber, wenn ich das richtig gesehen habe, weil ich habe 1,30 habe ich nicht geschafft, aber Silber habe ich geschafft. Okay. Und dann war da eine Holzstämmeprüfung, da muss ich bestimmt hier auf diese Dinger schießen. Ich muss jetzt hier aber erstmal alles einsammeln. Also ich finde fürs erste Mal Silber jetzt nicht schlecht. Immer neue Pfeile eben machen. Hm. Hier vorne hatte ich eigentlich alles angesammelt oder oh doch nicht. Dore. Aber immerhin würden die liegen bleiben und man kann die halt nachher alle einsammeln. Das ist auch gut zu wissen. Gut, dann bin ich mal gespannt, was er jetzt sagt. Aber Silber fürs erste Mal. Ist doch nicht schlecht. Eine Vollsonne beim ersten Versuch. Wenn du schneller wirst, gewinnst du eine Glutsonne. Okay, und jetzt sieht man das hier. Holzstapelprüfung. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Die gefällt mir. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. Okay. Okay, das war jetzt echt einfach. Die sind halt hier wirklich direkt durch dieses Gebiet, wo ich die Stämme hatte, durchgerannt. Und dann habe ich direkt Dreier erwischt. So, hier ist noch was Grünes. So. Das war doch mal direkt gut. Oh, perfekt, Heilung. Das ist doch gut.
Hier ist nämlich ja auch so ein Teil gewesen. Aber guck mal, das ist halt auch richtig auffällig. Man muss die halt auch nur mit einmal mit dem Pfeil treffen und die Dinger gehen runter.27 Sekunden, Mann. Ich glaube, ich hätte eine Minute. Wie hast du beim ersten Mal eine Glutsonne? Du bist echt gut, selbst für eine Nora. Ey, was heißt? Ich muss gehen. Was heißt das Komm wieder, wenn denn? du willst. Selbst für eine Nora. Ich wollte nämlich erst, ich habe Schatzkisten zwei gekriegt. Talscherben. Fertigkeitenpunkt habe ich ein. Wäre es auf mich. Soll ich hier drauf gehen oder soll ich. Na, das habe ich also. Mehr Leben geht nicht. Irgendwas, was ist das, wenn hier, was ist das hier? Schlag. Stiller, das hier. 30% mehr Schaden, darauf muss ich sparen. 3 Punkte, boah, so war ich doch schon. Hier die untere Liga. Die kosten hier alle 3. Das denn sammeln beim Reiten? Nee. Ja, vor allem, was für eine Waffe das in dem Ding? So eine riesige Schrotze, ey. Okay, Inventar. Ja, Objekt, okay. Rohstoffe. Hier ist Tomate, eben hier Händler verkaufen. Nach Welten hat. Zum Beispiel hier Verkauf. 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 Hat. 1000 Blumen. Mal wieder ein bisschen Platz gemacht. So, was bietet der mir denn an? Brauche wenn einen Kriegsbogen. Hier ist nur ein Jagdbogen. Der ist genauso gut wie meiner. Hier ist nur eine Schleuder. Hier wäre was, was 30 Verwirrung hat. Nice. Das hätte gegen alles 15. Upsi. Und ich habe jetzt hier die Beschützerin. Hier gibt es eine mit. Ist die kaufe ich, weil ich glaube. Das ist so der die klassische Rüstung. Habe ich denn irgendwas Gutes? Nahkampfschutz. 6% Nahkampfschutz. Nochmal.
Aber so, das wollte ich auch noch können. Updates kann ich jetzt bei dem nicht kaufen. Ne, Fahnen und Tränke, Lizenzschatz. Ja, hier meine. Nora Hütekiste. Okay, und jetzt machen wir mal noch mal die Du willst das letzte. noch einmal probieren? Hier die Sprengdrahtprüfung. Ey, was hab ich da auf dem Kopf, ey? So ein Flaschendeckel. Bei dieser Prüfung musst du Graser mit Sprengdrähten erlegen. Aber dazu brauchst du die Carter-Stolperfalle und Munition. Mein Freund hier verkauft das vielleicht. Kaja. Was? Ich muss gehen. Kaja Sprengfalle. Ich bin hier, falls du Ich habe nur die wiederkommen willst. Schockfalle. Ich habe keine Sprengfalle, ey. Ist ein besserer Speer, glaube ich. Ne, ich habe 44. Doch, die Katscha-Schleuder. Hä? Sprengschleuder. Hier. Hieß das doch, was der gesagt hat. Habe ich für die Spreng. Nein. Herstellen. Modifizierte Waffen. Ja, habe ich da was? So. 1% mehr Schaden. Nehme ich. Gut. Jetzt habe ich doch. Bereit für eine Prüfung? Ja, wenn. Bei dieser Prüfung musst du Graser mit Sprengdrähten erlegen. Aber dazu brauchst du die Carter-Stolperfalle und Munition. Mein Freund hier Hä? verkauft das vielleicht. Stolperfalle. Okay. Ich muss allmählich los. Ich werde hier sein, wenn du dich prüfen willst. Stolperfalle. Was habe ich hier gekauft? Sprengbomben habe ich gekauft. Schockdraht. Hä? Was braucht man denn da jetzt? Ich habe die Sprengschleuder Waschwald. Stolperfalle. Seilwerfer vielleicht? Nee. Stolperfalle hat. Das ist die, die ich habe. Bogenschasch, Rassler, Sprengschleuder. Kajak. Schleuder. Die. Ich kaufe mal die hier. Mein Wort abbrechen. Talk und was ist das hier? Das kann ich doch nie. Katja-Schleuder habe ich doch angeblich. Hä? Ich verstehe es nicht. So ist. Das ist jetzt die richtige? Ja. Möchtest du es noch mal probieren? Ja, bitte. Ne, Sprengdraht. Hä? Bei dieser Prüfung musst du Graser mit Sprengdrähten erlegen. Aber Sprengdrähten. dazu brauchst du die Carter-Stolperfalle und Munition. Mein Freund hier Carter verkauft das vielleicht. Stolperfalle. Heißt das. Ich muss allmählich los. Ich werde hier sein, wenn du dich prüfen Carter willst. Stolperfalle.
Karte Stolperfalle. Die haben dann, der hat nämlich dann quasi auch Sprengdrähte und Stolper. Ich glaube hier Schockbomben, Eisbomben, nee. Ich will die sprengen, das Sprengding, wenn wir da. Hier. So, beim dritten Versuch habe ich es dann. Du willst es noch einmal probieren? Ja, bitte. Oh, erledige mit dem Sprengdraht und der Kaljar-Stolperfalle Graser. Ich stoppe die Zeit. Explosionen machen ihnen Angst. Treib sie mit der Sprengschleuder in deine Fallen hinein. Die ist sehr gut. Die Zeit läuft, wenn du ein Seil runterrutscht. Mal auf etwas in meiner Nähe. Mühsam. Das ist ja echt mühsam. Okay, Das war für mich etwas schwieriger, die Aufgabe. Ui, renn. Hier. Genug. Oh mein Gott! Hab ich das geschafft? Oh mein Gott, war das knapp. Das war echt knapp. Okay, perfekt. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ja, schön mit dem Stuhl. So.
Das war nochmal richtig lucky. Das ist das, ich vermute mal, das ist das erste Jagdgebiet, das was auch nicht mit das einfachste ist. Aber. Ja. Was für ein Sauwetter jetzt? Wie hast du. Beim ersten Mal eine Glutsonne. Du bist echt gut, selbst für eine Nora. Deinem Eintritt in die Jägerloge steht nichts im Weg. Viel Glück im Meridian. Natürlich kannst du gern noch mehr Prüfungen bei mir machen. Nö, ciao. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls du wiederkommen willst. Für selber. So, eben noch schnell einmal die Kästen öffnen, nur ein paar Metallschirme und naja, da kann ich ja nicht halten. Gut, das war's dann mit der heutigen Folge. Also, bis zur nächsten. Ciao!